Präsident. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Zuschauer auf den Tribünen, wir haben ja gestern schon sehr lange über den Krisenherd Nummer 1 in der Welt, nämlich den Nahen und Mittleren Osten, gesprochen. Und natürlich muss auch der Jemen in den Blick genommen werden, um hier ein vollständiges Bild zu zeichnen. Ich möchte die vorliegenden Anträge in zwei Abschnitte gliedern. Einmal den Antrag humanitäre Hilfe und zum anderen die Ausführungen über den Stopp von Waffenlieferungen in die Region. Was die geforderte humanitäre Hilfe in den Jemen betrifft, so kann es hier keine zwei Meinungen geben. Die Situation im Land ist dramatisch. Schon vor dem Krieg war der Jemen eines der ärmsten Länder der Welt. Und die Zahlen, die hier auch schon angesprochen worden sind, durch den Bürgerkrieg, sind absolut dramatisch. Bislang sind über 10.000 Tote offiziell registriert worden. Wir sind uns alle einig, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen dürfte. Über 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Über 7 Millionen Menschen und darunter vor allem eben auch Kinder und ältere Menschen sind von Hungersnot betroffen. Man geht aktuell von 600.000 Choleraerkrankungen aus. Es droht hier also eine humanitäre Katastrophe der allerersten Größenordnung. Und insofern geht der Antrag der Grünen ausnahmsweise in die richtige Richtung. Jetzt wäre eigentlich Zeit für einen kleinen Applaus, wenn Sie sich das nicht untersagt hätten bei Beiträgen meiner Partei. Der zweite Teil ist wesentlich schwieriger mit Blick auf die Waffenlieferungen in diese Region. Und warum es so schwierig ist, macht doch deutlich, wenn wir mal auf den Hintergrund blicken. Hier findet doch seit 2015 ein Stellvertreterkrieg statt zwischen Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite. Das heißt, es sind zwei der vier Länder beteiligt, neben Israel und der Türkei, die derzeit ganz wesentlich die Geschehnisse im Nahen und Mittleren Osten bestimmen und die natürlich auch im Jemen übergeordnete Interessen verfolgen. Und damit wird auch deutlich, dass die deutsche Außenpolitik nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, Einfluss auf die Entwicklungen im Jemen nehmen kann. Bekanntermaßen blockiert Saudi-Arabien seit 2015 alle Häfen und Flughäfen des Landes. Das hat aber weder die USA noch Großbritannien davon abgehalten, Rüstungsgüter im Werte von mehreren Milliarden Dollar an Saudi-Arabien und seine Verbündeten zu liefern. Von daher war es sicherlich auch mehr als fraglich, dass die Bundesregierung noch Anfang 2017 den Export von Patrouillenbooten nach Saudi-Arabien gestattet hat. Es wäre nur konsequent, wenn die kommende GroKo vereinbart hat oder hätte, weitere Lieferungen zu stoppen. Wobei wir auch aufhören sollten, in diesem Hohen Hause hier von GroKo zu sprechen, denn so groß ist die Koalition gar nicht mehr. Sie kommen nur noch mit Mühe auf knapp 50% nach den aktuellen Umfragen. Aber schauen wir auf die Zahlen. Allein in den Jahren 2013 bis 2015 wurden Waffen- und Rüstungsgüter im Werte von fast 100 Milliarden Dollar an den Nahen und Mittleren Osten geliefert. Die drei Hauptexporteure waren die USA mit ca. 75 Milliarden Dollar, die EU mit fast 12 Milliarden Dollar und Russland mit 7 Milliarden Dollar. Und die Hauptabnehmerländer waren Saudi-Arabien mit 25 Milliarden Dollar und die Vereinigten Arabischen Emirate mit über 18 Milliarden Dollar. Beides sind Konfliktparteien im Jemen. Der Anteil Deutschlands an den Rüstungsexporten lag in der Größenordnung von 1%. Das heißt, selbst wenn wir ihn jetzt auf null reduzieren würden, bliebe die Gesamtsituation damit doch unverändert. Man muss also woanders ansetzen, wenn man wirklich Veränderungen will. Das zeigt ja auch die heute schon angesprochene Reaktion von Saudi-Arabien auf das, was hier möglicherweise in der Koalitionsvereinbarung gesagt oder auch nicht gesagt worden ist. Man ließ uns ja wissen, dass man sich die betroffenen Güter mühelos auch woanders beschaffen könne. Angesetzt werden muss also, wenn man wirklich Veränderungen will, an Lieferungen von Waffen und Rüstungsmaterialien aus den USA, aus anderen Ländern der EU und aus Russland. Wir werden deshalb die Anträge der Grünen und der Fraktion, die an die Ausschüsse wandern werden, dort uns ganz genau anschauen. Und wir sind sehr gespannt,
welche konkreten Maßnahmen dann bitte vorgeschlagen werden mit Blick auf Washington, London oder Moskau. Ich fürchte jetzt schon, da wird nicht viel Konkretes kommen, jedenfalls nichts, was mehr als Heiterkeit in diesen drei Städten auslösen dürfte, wenn man sie überhaupt zur Kenntnis nimmt, diese Vorschläge. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hartwig. Als nächstes für die Freien Demokraten die Kollegin Renate Alt in ihrer ersten Parlamentsrede.